Ahoi Leute und willkommen zurück zu Let's Play Assassin's Creed Brotherhood. Im letzten Part haben wir gerade die Frau von Bartolomeo sozusagen versucht zu retten. Und jetzt müssen wir sie wirklich retten. Dann ist es fair. Oh, ich hab's geschafft. Ziel lokalisiert. Komm schon. Das Tor öffnen. Interagieren, ja. Interagieren. Anonym werden, um zu interagieren. Willst du mich verarschen? Ich dachte, ich muss gerade alle Leute davon töten. Moment mal, Moment mal. Den hier haben wir noch. Den hier. Nein, mein Speer. Oh. Ich dachte, ich kann die vorher alle umbringen, aber das geht nicht. Unter 5 Minuten, scheiße. Das geht ja auf Zeit. Kann ich ihn nicht einfach erschießen? Ich darf nicht mal eine Assassine rufen. Es geht. Perfekt. So kann man Assassine einfach mit dem Pferd überall ankommen. Ich wollte nur Respekt. Respekt wird verdient, nicht vererbt oder verkauft. Vielleicht habt ihr recht. Ich brauche mehr Zeit. Che tu sia pari nella morte. Requiescat in pace. Hat es jetzt auf Französisch oder auf Italienisch gesagt? Hm. Das werden wir wohl nie erfahren. Huhu. Penthesilea! Verlass mich nie wieder. Ohne dich war ich verloren. Wirklich? Aber du hast mich doch gerettet. Ezio hatte einen brillanten Einfall. Hatte ich nicht. Es war die Idee eures Mannes. War es? Du bist mein Prinz. Den Titel Ach muss ja, ich wundervoll. Mir verdienen. Wirst du? Hab Dank. Die Rüstung sieht aber cool aus. Nein, nicht desynchronisieren, ich musste die Kiste holen. Gerade noch geschafft. Sequenz 6 beendet. Okay, in der nächsten Sequenz müssen wir... Wer ist denn der Letzte? Also es waren ja 3 Leute mit ihm in der Burg und die müssen wir alle nach und nach töten. Vergesst Paris. Ach ja. Assassin's Creed Unity. Eigentlich gar nicht so ein schlimmes Spiel, wie alle sagen. Es hat euch Spaß gemacht, also. Kann ich eigentlich empfehlen. Wobei, es kostet nur noch 15 Euro, 20 vielleicht. Das hat sich ja nicht gut im Preis gehalten. Aber naja. Neue Gegenstände bei Kunsthändler freigeschaltet. Dankeschön. Haben wir hier schon. Ja, haben wir sogar. Gucken wir erstmal am Schmied vorbei. Ist das ein Geschäftsauftrag für mich, den ich hier abschließen kann, oder? Geschäftsaufträge Exotika. Nein, haben wir nicht.
Kaufen erstmal voll, wir haben ja das Geld. So, reparieren wir erstmal unsere Rüstung. Armschützer. Brustschutz. Mal gucken, was wir überhaupt leisten können. Könnte knapp werden. Ja, das passt nicht ganz. Ja, Stiefel. Es fehlen mir noch 600. Ich kann doch bestimmt was verkaufen, oder? Aber ich will die Teile eigentlich nicht verkaufen. Nee, ich brauche die. Okay, sehr gut. So, jetzt haben wir noch... Ich kann noch 200 Münzen von hier Leuten klauen. Huhu. Huhu. Noch einer? Hier ist es nicht sicher. Es ist nirgends mehr sicher. Das soll jetzt aber reichen. Ich will mal durchlaufen, nochmal alles mitnehmen. Die armen Leute nochmal beklauen. So, wir sind ein guter Assassine. Plattenstiefel, ja, perfekt. Jetzt haben wir auch eine ganze Plattenrüstung. Dann gibt es noch die Säusenhofer. Da gibt es hier so eine Legendary, die Romulus-Rüstung ist das, glaube ich. Wie lange haben wir noch? Ich glaube noch circa 15 Minuten. 13 nur noch, schade. Müssen wir überhaupt hin? Da unten schon Diebesgilde. Machen wir das doch. Wo ist denn das Tunnelsystem nochmal? Nur die angesehensten Kunden beehren dieses Geschäft. Hier kann ich auch nicht, hier kann ich rein, oder? Was muss ich eigentlich hier noch machen? Ich muss noch 20 mal Assassinen im Kampf rufen. Zweimal Assassinen rufen, um mein Ziel zu eliminieren. Und 5 Assassinen voll ausbilden. War das nicht hier mit denen? Ne, hier müsste ein Arzt sein, aber es ist da keiner. Also, müsste nicht, aber so sieht das halt aus. Federn ablegen. Bringt mir das irgendwas? Hier ist das Teil. Das habe ich gesucht. Rang 7 schon, okay. Rüstung voll. Beziehungsweise eine Rüstung voll machen und den Rest, ja. Oh, das ist ja ganz neu, hast du ja gar keine Punkte. Beziehungsweise die hat gar keine Punkte. So, dann machen wir noch Aufträge mit denen. Falsche Information. Wie kann ich da reinmachen? Nicht so viele, oder? Machen wir lieber das hier. Das können wir wahrscheinlich nicht hin. Das kann ich für die kleineren Assassinen hier noch machen. Schicken wir den einfach mit. So. Haben wir noch einen Vierer? Noch einen davon. Seide. Okay, nein, das möchte ich nicht. Ach, da habe ich schon welche, stimmt. Dann in Paris vielleicht noch. Das ist Gebetsperr in London. Ein Politiker eliminieren, das hört sich auch gut an. Oh, jetzt sind wieder unseren ganzen Assassinen weg.
Und wo ist denn hier das Keller, nicht das Keller, ist hier das... Ist es hier? Oder? Ne, hier ist es, sehr gut. Das ist das Tunnelsystem, oder wie nennt man das? Rosa und Fiore... Ja, doch, Tiberinsel war es. Pantheon... Tevere Haf... Diebesgilde. Haben wir so ein eigenes Dingens. Steh ich mal kurz auf und hol mir mein Wasser von meinem Bett an mein PC. Ach ja, wundervoll. Mhm. So, dann gehen wir in die Diebesgilde rein und gucken, was sie von uns möchten. Oh, das ist ja cool. Was ist denn das? Lust zu würfeln? Nein. Meine Tochter wird von einem der Tedesco-Söhne umworben. Zuerst hielt ich ihn für einen Sonderling. Aber er führt die römische Niederlassung der Fugger. Ist vermögend. Und ja, ist da wo... So oh Gott, ja, mir egal. Si, va bene. Das ist richtig dumm. Egal, haben wir es auch mal gemacht. So, dann, ganz viele Messer. Buongiorno, Ezio. Es ist Zeit, Lucretias Liebhaber aufzusuchen. Pietro. Meine Männer suchen ihn bereits. Das ist auch schneller. Molto bene. Ezio. Gestattet ihr... Was gibt es? Rodrigo wurde von irgendjemandem gewarnt, sich von der Engelsburg fernzuhalten. Machiavelli? Machiavelli. Hat die Beweise? No. Ein bloßer Verdacht darf uns nicht trennen. Die Borgia haben unsere Spione aufgedeckt. Wer verriet sie? Maestro Machiavelli erkundigte sich heute nach unserer Suche nach Pietro. Ezio? Mindestens 5 Karate, das hört sich gut an. Ergreift ihn! Bam. Ein Assassine. Dieses Mal entkommt. Komm her, greif mich an. Ja, schade. Wow, Gott, so brutal sie gespielt. Ich guck ihn einfach in die Ecke. Komm ich einfach von hinten und ramm ihn. Mein Schwert in den Hals. Ich wollte es eigentlich in den... Wie macht der das eigentlich? In den Hinterkopf? Willst du mich verarschen? Hallo, jetzt war ich doch mal aus der... Erschieß ihn, what the fuck? Könnt ihr bitte... Was macht der da schon wieder? Er schießt schon wieder dran vorbei. Moment, ich hab hier das... Ich kann nicht Aussichtspunkt glauben, dass Machiavelli ein Verräter ist. Der Angriff auf die Villa, dann das Castello und jetzt das. Er steckt hinter alledem. Klar, wollt befolgen. Er steht einfach nur rum, bis ich mich bewege. Perfekt. Gucken wir, ob wir auf dem Weg mal was finden, was automatisch markiert wird. Oh, der Weg wird sogar markiert, wusste ich gar nicht. Warum haben die in oben überall diese Säulen gebaut? Was soll denn das? Hat die irgendeinen Sinn? Hallo, Pferd, bist du behindert, Pferd?
Mein Pferd haut einfach vor mir ab. Ich bin auf dem Weg. Oh, ein Strand, das sieht super aus. Nee, stimmt, man kann ja nicht hier sprinten mit dem Pferd. Deshalb bin ich auch aufgestanden und weggesprungen. Wie weit haben wir es denn noch? Ach ja, das arme Pferd. Hat ja keine Lust auf den Scheiß, da muss ich einfach mitmachen. Du bist dran. Könnt ihr bitte auf mich zuschlagen? Im Zielgebiet bleiben. Was kann ich dafür, wenn die draußen... Was konntet ihr herausfinden? Pietro soll heute Abend ermordet werden. Cesare schickt seinen Metzger. Los, La Volpe, töten wir sie. Der beste Mann in Roma. Niemand entkommt ihm. Bis heute Nacht. Kommt mit. Der Metzger. What the fuck? Ach ja. Welches Alter ist das eigentlich? Ist das die Renaissance? Die Renaissance war doch später, oder? Mein Servitore. Assistente Luciana Lanese. Ich spreche das gleich zu Spanisch aus. Willst du dann nützlich sein? Oh, sie sind nützlich. Ausnahmsweise mal. Habt ihr etwas über Pietro herausgefunden? Der Mann ist ein Schauspieler und er tritt heute Nacht noch auf. Okay. Ich muss sowieso noch die Assassinen für Ziele einsetzen, beziehungsweise allgemein einsetzen. Dann kann man es so einfach mal auch jetzt in den Missionen machen. Pfeilhagel muss ich auch noch irgendwie neunmal machen oder so. Kolosseum? Oder ist hier so ein Theater irgendwo neben? Das muss ich auch noch ausbauen. Und hier fehlt mir auch. Stimmt, im Kolosseum war ich noch gar nicht. War so hoch, da hatte ich keinen Bock drauf, glaube ich. Da den Aussichtspunkt zu erklimmen. Was denn bitte noch? Und da war hier noch irgendwie so ein Borgia-Turm, den ich kaputt machen muss. Und oben ist ein Leiter. Hier nach. Hallo Assassin, wie geht's euch? Aua, tötet mich nicht.
Die Assassinen gerade sind gerade schlimmer als die Gegner. Okay, hier ist auch noch ein Aussichtspunkt. Was habt ihr über Pietro erfahren? Er soll an ein Kreuz gehängt werden. Micheletto nimmt sich ihn mit dem Speer vor. Gott, sehr gut. Unsere Party ist vorbei. Dann gehen wir da jetzt nochmal hoch. Na gut, können wir nicht. Wenn man nicht alles selber macht. Dann heißt, wir können den Aussichtspunkt hier immer noch nicht erklimmen. Ich fürchte, ohne offizielle Genehmigung. Ja, dann können wir mal raufgehen und kaufen uns was von Leonardo. Die Franzosen geben Roma auf. Der Baron de Valois wurde in seinem eigenen Lager ermordet. War es vielleicht ein Assassiner? Es gibt Gerüchte, die diese Theorie stützen. Hör niemals auf Tratsch, Leonardo. Das bringt dir nur Ärger ein. Ein guter Rat. Ja. Giftpfeile. Nicht genügend Geld, was? Super. Ich bleibe noch etwas in der Gegend, falls du es dir überlegst. Neue Erinnerung an Christina verfügbar, sehr gut. So Leute, dann hofft ihr, hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein und ciao.